Hey Freunde, für einige vielleicht interessant, die Superboiler. Von Pyroland habe ich sie bestellt, 3 Stück, ich glaube 97 Cent oder sowas. Wir haben hier eigentlich im Grunde genommen nur 3 stinknormale rote Pestböller. Auch verarbeitungstechnisch sehr dünn, hat schon eine Delle. Naja, NEM haben wir hier pro Böller 2,5 Gramm, was so theoretisch Standard ist. Und von daher würde ich mal sagen, wir gehen trotzdem mal raus, zünden sie, aber ich denke mal, es sind stinknormale D-Böller. Also nicht unbedingt kaufenswert, vor allen Dingen, weil halt auch extra Verpackung anfällt, ne? Das ist halt so. Also, wir sehen uns trotzdem gleich draußen zur Zündung. Das hier sehen unten? Unten? Ja, hätte ich das mal gefilmt. Ich guck nämlich nie nach oben, ich gucke immer nach unten. Das Ding hat ein Salto gemacht und hat die letzten Schüsse dann noch hochgeschmissen. Oh, das wäre eine Unzi. Ich hab's beim vorletzten gesehen. Ja, das war der Unzi. So, jetzt haben wir noch die Superboiler. Wie gesagt, das sind für mich jetzt auch wieder so die kleinen Verarsche-Boilerchens. Vielleicht mal alle 3 Stück hintereinander weg für euch. Haben wir noch. So, naja, das war's. Also ich kann sie nicht empfehlen. Tschüss.